was haben wir eigentlich für ein Glück mit unseren Gästen momentan? Ja, ich würde gerne irgendwie einen krassen Spannungsbogen schlagen, aber das wird einem halt verwehrt dadurch, dass die Leute natürlich eine Folge anklicken und in dem Folgentitel drinsteht, wer zu Gast ist. Deswegen kann man kein Geheimnis draus machen. Ich würde trotzdem gerne Maren kurz vorstellen lassen, wen wir heute da haben. Ja, ich reiße es mal kurz an. Wir haben heute Constanze Klosterhalfen zu Gast, die uns aus Amerika live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Constanze. Hallo, danke schön. Ich nenne dich jetzt einfach die ganze Zeit Coco, weil das einfacher ist und du auch eigentlich immer Coco genannt bist überall, wie wir es jetzt schon in unseren Vorrecherchen gefunden haben. Und ich bin jemand, der ja, die Leichtathletik sehr ans Herz gewachsen ist in den ganzen letzten Jahren. Ich habe selber ganz lange Leichtathletik gemacht, deswegen bin ich ganz, ganz, ganz froh, so eine tolle, wahnsinnsschnelle Leichtathletin hier wie dich begrüßen zu können. Denn sie ist, also du bist, einer der schnellsten Frauen der Welt. Coco, die, also Constanze, die alle Coco nennen, ist das größte Lang- und Mittelstreckentalent, das Deutschland aktuell zu bieten hat. Sie kommt gebürtig aus Bonn und trainiert mittlerweile in den USA, genau in Beaverton. Genau. Das ist westlich von Portland. Und wie wir gerade schon gesagt haben, ist sie daher auch zugeschaltet. Und das haben wir Red Bull zu verdanken, die uns die Verbindung mit ihr hergestellt haben. Und im Rahmen dieser ja, Red Bull-Kooperation haben wir auch noch mal was Cooles anzukündigen. Genau. Zum ersten Mal melde ich mich so früh in so einer Folge und will eigentlich nur den Connect noch einmal aufweisen, denn der Connect mit Constanze bzw. Coco kam zustande, weil am 9.5. der Wings for Life World Run stattfindet, ein Charity-Event. Und was das genau ist und wie ihr teilnehmen könnt, das erklären wir euch später in der Folge. Aber jetzt starten wir erstmal durch mit Coco und ich übergebe das Wort mal wieder an Maren. Genau, denn wir haben uns natürlich vorbereitet auf die heutige Folge und haben dann erstmal deine ganze, ja, deinen ganzen Karriereweg verfolgt und deine ganzen 1000 Bestleistungen und Medaillen und Rekorde über Rekorde und haben uns dann diese ganzen Zahlen zusammengeworfen und haben gesagt, was machen wir jetzt daraus? Seit 2016 ging es eigentlich Jahr für Jahr nur bergauf, es wurde immer besser und dann kam noch dieses Wahnsinnsjahr 2019. Du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, Kurz- und Mittelstrecke unterwegs. Was ist deine absolute Bestzeit? Beziehungsweise zeig mal kurz deine Bestzeiten von den vergangenen Jahren. Genau, ich bin so Mittelstreckenläuferin. Das ist von 800 bis 5000 Meter auf der Bahn. Genau, dann gibt es 1500 Meter, 3000 Meter. Und ja, meine Lieblingsdistanz bisher ist eigentlich so die 1500 und die 3000. Ja, weil das ist schon ein bisschen länger, aber immer noch schnell und ja, meine Bestzeit liegt dabei 3:58 und genau, die 5000 Meter bin ich letztes Jahr in 14 Minuten 26 gelaufen, das war in Berlin und ja, genau, jetzt habe ich auch mal 10 Kilometer auf der Bahn ausprobiert, das ist dann aber schon Langstrecke. Und ja, das ist dann auch schon ganz schön lang, ziemlich viele Runden. Da bin ich dann 31.01 gelaufen. Wahnsinn. Du hast gerade schon gesagt, Berlin, das war 2019, wovon du gesprochen hast, oder? Denn du musst wissen, wir haben uns dieses ja, Event angeguckt, kurz bevor wir mit dir gestartet sind. Und Max hat quasi den Mund gar nicht mehr zubekommen. Wir haben uns das Rennen nochmal angesehen. Das ist auch auf der Seite von Red Bull, bei der du vorgestellt bist. Da kann man dann einmal nochmal anklicken und sich das ansehen. Mit was für einem Abstand du dort gewonnen hast, beziehungsweise dass die zweitplatzierte Läuferin noch, ich glaube, wie gesagt, mehr als eine Runde hinter dir war und du quasi schon deine Siegesrunde gedreht hast und fleißig allen zugewunken hast und Hallo gesagt hast, während andere noch wirklich diesen Wettkampf bestritten haben. Und wir reden hier von deutschen Meisterschaften, das heißt, es sind halt wirklich die Besten Deutschlands, die gegen dich angetreten sind und die dann einfach noch, ja, die du mehr oder weniger gnadenlos zurückgelassen hast. Also es ist unglaublich. Ich habe aber meine Anmoderation gerade noch gar nicht beendet. 2016 bist du auch bei den Olympischen Spielen angetreten in Rio. Und quasi davor hast du doch deinen allerersten internationalen Wettkampf erst bestritten, oder? War das das gleiche Jahr? Weil ich habe immer nur bis 2016 gefunden. Da ging es so los mit der ganzen Dokumentation von deinen Erfolgen. Und dann stand da direkt Rio. Wie geht das?
Ja, genau, das war, ich glaube, da war ich dann 19 und das war auch eigentlich jetzt nicht so geplant. Da war so, in dem Jahr standen eigentlich Jugendmeisterschaften an, meine ersten Weltmeisterschaften halt im Jugendbereich. Und das war so das Ziel und dann lief es so in der Hallensaison Anfang des Jahres schon ganz gut. Und ja, da haben wir schon so gedacht, das könnte ja klappen. Es gibt halt bestimmte Normen und Zeiten, die man dann erfüllen muss und laufen muss, um sich zu qualifizieren. Ja, und dann habe ich irgendwie so die Chance bekommen, es hat sich dann halt ergeben, dass ich in so ein internationales Feld, also in ein Meeting reingekommen bin. Und ja, bin da halt ganz unbefangen rein und dachte, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Und ja, dann, ich weiß noch, das war das erste Mal, dass ich Usain Bolt in meinem Leben gesehen habe. Der ist da halt auch gestartet und ich war super aufgeregt. Und ja, dann habe ich das Meeting auch direkt gewonnen und das war total irgendwie auch für mich ganz unglaubwürdig und bin dann fast im Alleingang die Olympianorm da gelaufen. Und ja, ich glaube, das war so eins meiner schönsten Rennen. Genau, und dann ja, war ich plötzlich im Olympiateam und bin dann nach Rio geflogen. Wahnsinn. Vor allem, also ich habe, glaube ich, von keiner Sportlerin oder keinem Sportler bis jetzt gehört, dass man unvoreingenommen in ein Rennen reingeht und dann plötzlich in einem Alleingang eine Olympianorm da steht. Deswegen wollen wir 2, 3 Schritte zurückgehen und einmal fragen, wie ist es dazu gekommen? Seit wann machst du überhaupt Leichtathletik? Ich habe herausgefunden, beziehungsweise haben wir herausgefunden, dass du auch mal Handball gemacht hast, Ballett auch noch machst oder gemacht hast auf jeden Fall. Und wie kommt es in dieser Kombination dazu, dass man dann mal eben so eine Olympianorm aus der Hüfte schießt? Genau, also ich habe 2 Brüder und wir haben immer, also wir sind mit dem Sport aufgewachsen, wir haben alle immer, also jeden Tag manchmal 2 verschiedene Sportarten gemacht und das, also so wurden wir halt erzogen, dass Sport halt einfach dazu gehört und ja, da habe ich ganz viel Verschiedenes ausprobiert und habe auch, ja genau, also vieles Verschiedenes, so Ballett, Handball, Schwimmen, Instrumente, so alles nebenbei immer gemacht und habe das auch wirklich geliebt. Aber trotzdem war ich immer, also auch beim Handball eigentlich immer so, die halt immer gelaufen ist. Also jetzt nicht unbedingt viel Balltalent, aber immer, ja, immer die Läuferin. Ja, und wenn, als das Training dann irgendwann mehr wurde, muss man sich ja dann spezialisieren und sich irgendwie auch entscheiden, worauf man dann den Fokus legt. Und ja, da war für mich eigentlich immer klar, dass ich bei der Leichtathletik bleiben möchte. Und ja, auch wenn ich, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht die Beweglichste und ich war jetzt auch nicht die Beste beim Turnen. Turnen habe ich auch mal gemacht. Und immer, wenn ich dann zurück in der Leichtathletik war und irgendwie auf der Laufbahn stand, habe ich mich am wohlsten gefühlt und ja, konnte irgendwie alles rauslassen. Und ja, deshalb war für mich ziemlich schnell klar, dass das so das ist, was ich halt, ja, worauf ich meinen Fokus lege und was ich auf jeden Fall nie aufhören möchte. Also, dass du dich auf der Laufbahn bzw. der Tatanbahn am wohlsten fühlst, das ist uns schon, wie gesagt, in diesem Video bewusst geworden, aber auch schon live. Ich habe dich persönlich mehrfach live gesehen. Ich habe vor allem musste ich dich jetzt in Verbindung mit Eugen bringen, denn wir sind 2019 in Leipzig bei der Deutschen Hallenmeisterschaft gewesen und haben dann auch gesehen, dass der, da bist du, glaube ich, die 5000 Meter gelaufen, oder? Oder die 3000? In der Halle sind es dann meistens 3000, genau. Ich glaube, ja, es waren die 3000 und die standen dann an im Zeitplan und ich habe auch gesagt, dass ich die gerne sehen möchte. Wir waren dann irgendwie noch, keine Ahnung, haben uns was zu trinken geholt und auf einmal haben wir gemerkt, dass diese Stimmung in der Halle sich total verwandelt hatte und der Start war offensichtlich schon passiert und auf einmal hat man gesehen, wie du wirklich diese Bahn für dich eingenommen hast, dass die irgendwann alle nur noch standen und Eugen ist ja auch, der läuft Marathon, der ist auch flott, der ist schnell und einfach nur noch so da standen und gesehen haben, was passiert hier gerade, weil du mehrfach Leute überrundet hast. So hat Eugen dich kennengelernt, im Übrigen. Auch mit offenem Mund übrigens. Und das war ganz grandios und deswegen kann man das durchaus nachvollziehen, dass du da dich auf jeden Fall am wohlsten fühlst. Ich muss sagen, dass ich dich auch bei der Berlin EM 2018, ich habe damals den Account begleitet, habe da viele Takeover gemacht, habe dich da auch in der Stadt überall gesehen, beziehungsweise mit Plakaten gesehen, da wurdest du auch ganz groß angekündigt und Max hat dich, glaube ich, auch schon mal auf einem Event geshootet, war das? Ist das richtig?
Ja, das auf irgendeinem Nike-Event, ich weiß nicht mehr genau was. Wir haben auch nur ganz minimal kurz miteinander gesprochen, weil ich habe früher immer, ich habe alles, was mit Laufen und Nike zu tun hatte, fotografiert. Und entsprechend haben sich unsere Wege dann auch schon mal gekreuzt. Deswegen umso schöner, dass wir uns hier jetzt mal in Ruhe unterhalten können. Und ich möchte jetzt mal direkt die Frage stellen, wenn du mir jetzt zum Beispiel auf einer großen Plakatleinwand begegnest, man sieht dich viel quasi mit den ganzen Laufevents in Verbindung gebracht, deine Rekorde stapeln sich quasi Jahr für Jahr immer mehr auf. Wie ist es mit der ganzen Aufmerksamkeit? Wie lernst du damit umzugehen? Oder unterdrückt, also setzt es dich teilweise manchmal unter Druck? Ich glaube, man wächst da so ein bisschen mit rein. Also das wird ja so, also klar, mit einer Heim-EM ist das natürlich dann auch nochmal eine andere Situation, aber es wird halt irgendwie dann so mehr und dann hat man eigentlich auch so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und ich hatte immer schon ein super Team um mich rum, die es vor allem so in den ersten Jahren halt so ziemlich von mir abgeschirmt haben oder mir auch jetzt noch ermöglichen, dass ich mich halt ganz auf den Sport konzentrieren kann und dann keine Ablenkung habe und auch so, weiß ich nicht, egal ob irgendwie positive oder negative Schlagzeilen gar nicht so an mich rankommen. Und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Aber trotzdem dann halt das Positive und diese positiven Emotionen und das Mitfiebern von Menschen, dass man dann mitbekommen darf, das ist natürlich super schön und das gibt einem ein ganz tolles Gefühl, dass man weiß, ja, da stehen Menschen hinter einem und die freuen sich mit einem, fiebern mit einem mit, leiden irgendwie auch mit, aber irgendwie die nehmen auch was davon mit, was ich irgendwie mache und das ist ein ganz tolles Gefühl. Wie ist es denn für dich, wenn in der aktuellen Situation, du hast jetzt, wir haben schon gelesen, dass du weiter fleißig trainierst, Tokio wurde verschoben, du hast gerade davon gesprochen, wie viel dir das bringt, dass du Menschen erreichst mit dem, was du tust und jetzt plötzlich fällt ein Event aus oder beziehungsweise wird ein Event verschoben, auf das du dich intensiv vorbereitest, ganz viele Wettbewerbe fallen aus. Gibt es für dich irgendeinen Ausgleich oder findet dein Training weiterhin genauso statt wie vorher oder was musstest du alles ändern in der Situation, in der wir jetzt gerade sind? Gerade im Moment fühlt sich eigentlich schon fast wieder an, als würde es so langsam zurück zur Normalität kommen und es würden die Meetings im Sommer vielleicht auch wirklich stattfinden und auch Tokio hört sich im Moment gut an, dass es dann auch wirklich dieses Jahr dann stattfindet. Aber letztes Jahr ist also die ganze Situation dann, also als die Pandemie begonnen hat und es dann plötzlich hieß ja, Olympische Spiele werden abgesagt und irgendwie nichts findet mehr statt, das war schon heftig und also halt ungewohnt für jeden. Und musste halt jeder irgendwie selbst mit der Situation umgehen. Aber für mich war ziemlich schnell klar, also ich habe dann den Fokus halt irgendwie aufs Training gelegt und habe dann versucht, Olympische Spiele finden nicht statt. Dann muss ich mich jetzt irgendwie auf was anderes, also neue Ziele finden und das dann irgendwie übertragen. Und dann wurden dann doch noch ziemlich spät im Sommer halt Meetings neu so erschaffen oder halt unter irgendwie, weiß ich nicht, Ausschluss der Öffentlichkeit wurde uns halt gesagt, ja, wir können noch ein paar Rennen machen und dann ging es halt darum, einfach das Ziel zu verschieben und ich wusste ja, dass die Olympischen Spiele halt nicht abgesagt sind und deshalb konnte ich das eigentlich, die Motivation so ziemlich schnell wiederfinden und dann haben wir auch eigentlich durchtrainiert, ganz normal, die Trainingsphase war dann halt einfach länger und aber deshalb habe ich eigentlich nie. Also ich glaube, wenn man sich dann ein neues Ziel sucht, dann ist es halt auch einfacher, die Motivation hochzuhalten. Und mir hat eigentlich in dieser Phase, in dieser Ungewissheit eigentlich das Training totalen Halt gegeben. Und ich war super dankbar und froh, dass ich auch mit Laufen so ein bisschen Glück habe. Das ist ja ein ziemlich einfacher Sport. Ich muss mein Training eigentlich gar nicht einschränken. Auch Krafttraining kann man teilweise draußen machen. Und das war, das hat mir in der Zeit auf jeden Fall Sicherheit gegeben. Und
Ja, das war gut. Wie läuft das beim Training jetzt mit dir? Musstest du denn da groß was umstellen oder kannst du das tatsächlich genauso weitermachen? Du hast, glaube ich, mit deinem Trainer irgendwie, in der Vorbereitung hierzu habe ich gehört, dass du mal gesagt hast, dass du deinen Trainer nur nach dem Training quasi irgendwie auch in Skype-Calls besprichst, was du gemacht hast. Ich habe für mich persönlich, war in dem Moment, als ich das gelesen habe, so krass, wenn mein Trainer nicht da wäre, ich habe jahrelang Handball gespielt, wenn mein Trainer mir nicht auf die Finger gucken würde beim Training, würde ich garantiert nicht so fleißig und so diszipliniert und wahrscheinlich auch nicht so effektiv trainieren, wie wenn jemand halt an der in deinem Fall an der Tatanbahn steht, in meinem Fall am Spielfeldrand und drauf guckt und mir auf die Finger guckt und mich auch mal zu Sau macht, wenn ich was falsch mache oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen andersrum. Also mein Trainer ist eher besorgt, wenn er nicht da ist, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, zu viele Wiederholungen mache oder nicht die Zeiten einhalte. Das war so eher ein bisschen das Problem. Weil am Anfang durften wir halt auch nicht zusammen trainieren und waren wirklich auf uns alleine gestellt. Und mein Trainer konnte nicht reisen, halt wegen der Pandemie auch der war in Colorado in der Zeit dann. Und ja, dann habe ich eher immer Ärger bekommen, dann wenn ich zu viel gemacht habe oder die Zeiten nicht eingehalten habe. Wahnsinn, also einfach mal das komplette Gegenteil von Max in diesem Falle. Trotzdem, wir haben jetzt ungefähr, also ziemlich genau 4 Monate vor hoffentlichem Olympiabeginn. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. In welcher Phase des Trainings befindest du dich denn jetzt eigentlich? Bist du jetzt im Aufbau oder geht es jetzt schon so lange ein bisschen los in Richtung Saison? Also die Saison startet so normalerweise Anfang Mai und wir hatten jetzt die Hallensaison, beziehungsweise ich habe keine richtige Hallensaison gemacht. Ich habe halt hier in Texas waren ein paar Meetings, die waren aber auch schon draußen. Das war jetzt so bis März, so Februar, März, und dann haben wir nochmal einen Cut gemacht, sind nochmal ein bisschen in die Regenerationsphase und fangen jetzt eigentlich mit einem komplett neuen Aufbau an, also wieder Grundlagen legen und dann Richtung April geht es dann auch wieder mehr in die Schnelligkeit und genau dann so einen langen Aufbau quasi, bis es dann in die Wettkämpfe dann Mai, Juni zur Vorbereitung geht. Ist es jetzt vom Mindset her anders, sich auf diese Art von Olympischen Spielen vorzubereiten? Ich meine, letztes Jahr war das noch so, ist man aus allen Wolken gefallen. Da fing es ja an mit, okay, das erste Mal, ich weiß nicht, Ostern findet das und das nicht statt, dann findet das und das nicht statt, dann finden die Olympischen Spiele nicht statt. Da war das alles noch so in den Nachrichten, dass alles das erste Mal nicht stattfindet, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Dieses Jahr ist es ja so ein bisschen anders. Mir persönlich geht es immer so, dass wenn ich jetzt höre, okay, hier das Festival, Rock am Ring, irgendwas findet nicht statt, natürlich ist es furchtbar schade, aber es wirft einen nicht mehr so aus der Bahn, weshalb ich auch erst gedacht habe, ich würde es nicht so aus der Bahn werfen, wenn jetzt irgendwie Olympia aus diesen Gründen auch wieder abgesagt wird. Geht man denn anders mit der Einstellung an diese Olympischen Spiele ran, dass man sich so ein bisschen davor bewahrt, was passiert, wenn es nicht stattfinden sollte? Denn für viele ist es ja auch, ich meine, du bist jetzt noch sehr, sehr jung, aber es gibt natürlich auch viele AthletInnen, die vielleicht ihre letzte Saison machen wollen, noch einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen wollen. Wenn das jetzt nochmal verschoben wird, sieht das vielleicht auch immer anders aus. Der Körper spielt ja auch nicht immer in jedem Jahr gleich mit. Wie gehst du da mental mit um? Auf jeden Fall. Also ich weiß noch irgendwie, als es dann, ich glaube, es war März, dann wirklich abgesagt wurde. Das hat mir auch erst so bewusst gemacht, wie krass die Situation in der Welt irgendwie im Moment war. Also so halt so ein Riesenevent abzusagen, das hat mir das irgendwie erst so vor Augen geführt, dass es wohl doch ein bisschen ernster ist mit dem Virus. Und aber das ist auf jeden Fall eine mentale so Herausforderung. Ich würde auch sagen, da habe ich noch eine ganz glückliche Situation, weil im letzten Jahr habe ich mich dann auch tatsächlich dann kurz vor der Saison noch verletzt, sodass es für mich auch echt gelegen kam, dass die Olympischen Spiele jetzt dann verschoben waren. Aber es gibt auf jeden Fall Athleten, wo das halt irgendwie noch größere Auswirkungen hat, dass das also jetzt verschoben wurde oder wenn es jetzt nochmal verschoben werden würde. Aber im Moment gehe ich eigentlich schon sehr davon aus, dass es stattfindet. Also ich glaube, wir haben alle gelernt, dass man sich irgendwie, dass man mit nichts irgendwie sicher planen kann. Und ich denke, hat jeder irgendwie so ein bisschen andere Einstellung bekommen, dass man sich halt jetzt nicht so auf eine Sache fixiert und weiß, man muss halt so flexibel sein. Deshalb
probiere ich eigentlich jetzt immer so, mich ein bisschen auf den Moment so zu konzentrieren und zu tun, was ich machen kann, halt was man in dem Moment kontrollieren kann. Ich weiß, ich kann jeden Tag irgendwie alles geben, um besser zu werden, und dann muss man halt das nehmen, was kommt. Und da bin ich halt für jedes Rennen, das stattfindet, dankbar. Und ja. Ich stell mir das gerade so vor, du bist mehrere tausende Kilometer weg von deiner Familie. Du bist da einem natürlich harten Trainingspensum ausgesetzt. Es ist unsicher, ob und wie Olympische Spiele stattfinden werden. Dann hattest du auch noch eine Verletzung. Wie gehst du damit um, beziehungsweise hast du Unterstützung? Hast du vielleicht auch mentale Unterstützung in dieser Zeit? Jetzt nicht natürlich nur von über natürlich Videochats mit deinen Eltern oder so, sondern hast du da auch vielleicht jemanden, der darauf spezialisiert ist, dich da wirklich professionell mental auf diese Situation vorzubereiten und dich dahingehend auch zu begleiten? Ja, genau. Also ja, das war schon dann nicht immer einfach, vor allem wenn man dann wirklich alleine war. Aber es kommt halt dann immer drauf an, wie man halt dann damit umgeht und was man daraus zieht, denke ich. Und ich denke schon, dass da irgendwie so Familie und Freunde oder selbst mein Trainer so das Wichtigste waren, irgendwie mir dann auch die richtige Einstellung und genauso die richtige Herangehensweise an die ganze Situation in allen Bereichen, ja auch den Alltag dann während so einer Zeit ranzugehen. Ja, das eigentlich, also weil die Leute kennen einen halt einfach und die wissen ja dann auch, was man denn in dem Moment braucht. Und dazu haben wir aber auch noch dann wirklich einen Mental Coach, die uns dann halt richtig einstellen und auch so mit der Situation helfen, umzugehen, dann auf Wettkämpfe bezogen und das Training und ja, dass man halt fokussiert bleibt. Du hast gerade schon das Stichwort Alltag gesagt. Wie gestaltet sich dein Alltag jetzt? Was ist so dein typischer Tagesablauf, wenn es überhaupt einen gibt, außer jetzt direkt mit einem Podcast zu starten? doch, also jetzt hier ist auch schon alles ein bisschen, also wir sind hier jetzt in Portland nicht mehr im krassen Lockdown, also Amerika ist ja allgemein ein bisschen lockerer, deshalb ja, kann man schon wieder von so halbwegs normalem Alltag eigentlich sprechen und ja, da dreht sich eigentlich dann schon alles ums Training. Ich stehe morgens auf und weiß erstmal, also was das erste Training ist, und das ist so das erste, was ansteht, dann ja, Kaffee, kurzes Frühstück und dann halt zum ersten Training, danach dann meistens noch irgendwie eine Krafteinheit und am Nachmittag dann Physio und genau, so Regenerationssachen halt, um ja kleine Wehwehchen oder so im Griff zu haben und ja dann meistens noch eine zweite Einheit, ja, das kann dann auch mal im Wasser sein oder halt irgendwie sowas Lockereres. Und genau, dann muss ich meistens noch einkaufen gehen oder so, halt sowas Normales oder Uni-Sachen oder in Coffeeshop. Und ja, dann ist schon Abend und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Du redest da schon sehr selbstverständlich drüber, dass du allein in der USA quasi, oder du bist ja nicht allein, aber dass du diese Entscheidung getroffen hast, in die USA zu gehen, um zu trainieren. Das ist ja jetzt nicht das Alltäglichste für deutsche Sportler. Und ich finde es interessant, wie war denn die Übergangsphase für dich? Oder beziehungsweise wie war das zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt in die USA und fordere da mein Glück nochmal meinen Erfolg nochmal auf eine ganz andere Art und Weise hinaus? Hat der Sinn gemacht? Ja, ist doch klar. Ich fordere mein Glück hinaus, genau, doch. Ich fordere meinen Erfolg nochmal auf eine ganz andere Art und Weise heraus, indem ich jetzt in die USA gehe ich glaube, du warst 18 zu dem Zeitpunkt? Ja, 2008, jetzt 3 Jahre her. Ja, also ich glaube schon 20. So. Ja. Ja. Aber es ist ja trotzdem ein Riesen-Step. Vielleicht kannst du da einmal, gab es irgendwelche richtig krassen Komplikationen oder irgendwelche witzigen Sachen, die vielleicht passiert sind in der Max weiß schon eine. Ich will auf was hinaus. Du hast in irgendeinem Interview hast du gesagt, dass dir dass ein Auto abgeschleppt wurde am ersten Tag, an dem du da warst. Ja. Ja, genau. Also es war, glaube ich, dann 2018, als mir klar war, irgendwie ich will noch was ändern. Das passt halt nicht mehr so in Deutschland. Irgendwie ich möchte jetzt nochmal so den
nächsten Schritt machen. Und ja, dann haben wir so ein bisschen rumgeschaut und dann hat sich irgendwann so ergeben oder haben wir so gesehen, ja, okay, es wird sich vielleicht die Möglichkeit ergeben, dass ich in die USA gehe, da zum Nike Campus. Als ich das dann gehört habe und ich war auch da schon mal zu Besuch, war für mich eigentlich sofort klar, also ich möchte dahin und nirgendwo anders. Und ich habe das eigentlich immer eher so als Möglichkeit gesehen und nicht so als irgendwie schwerwiegende Entscheidung. Und ich war irgendwie so aufgeregt, ich wäre am liebsten sofort losgeflogen. deshalb war mir das auch nie irgendwie so bewusst, dass ich jetzt da allein in die USA fliege und irgendwie dann echt erstmal auf mich allein gestellt bin. Dann hat mein Coach mir eigentlich auch sofort gesagt, ja, dass ich jetzt halt da alleine bin und dass ich ihn nicht anrufen soll, wenn ich irgendwie, nicht weiß, wie meine Waschmaschine angeht oder sowas. und deshalb war das dann schon so ein bisschen, als ich dann hier war, irgendwie ist mir erst bewusst geworden, was man zu Hause eigentlich, weiß ich nicht, wo man so sonst einfach seinen Vater für anrufen würde oder Sachen, wo man sich einfach nicht kümmert oder was macht man dann halt, wenn wirklich das Auto abgeschleppt wird und so Sachen. Und da bin ich auf jeden Fall dran gewachsen und ja, es passiert auch immer noch. Also ich bin jetzt ich war 6 Monate lang dann in Europa nach der Saison wegen Corona und allem. Und dann bin ich jetzt hier zurückgekommen, habe mich halt auf meine Wohnung und mein Auto gefreut und dann wollte ich in mein Auto zum Einkaufen und dann war das komplette Auto voll Schimmel. Das war so ekelhaft und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und so Sachen. Aber ja. Ja, weil also ich bin ja hier in Portland und es regnet ja unheimlich viel, also einfach die Menge an Regen. Und ich habe halt ein Cabrio, also so ein VW Beetle mit Cabrio-Dach. Und ja, als ich es meinem Coach dann erzählt habe, meinte der auch, ja, ich habe dir direkt gesagt, du sollst kein Cabrio in Portland kaufen. Aber das sind dann halt so Sachen, die man dann erst lernen muss. Schimmelnde Autos sind schon mal Herausforderungen in Portland. Wie ist es sonst so, also in den USA, dass die Trainingsmöglichkeiten da wahrscheinlich deutlich besser sind als hier in Deutschland oder wahrscheinlich auch generell in Europa, ist klar, aber kommst du da beziehungsweise bist du da auch mit den Leuten so verbunden, connected? Bleibt dir Zeit, auch ja, deinen Ort da weiter ein bisschen kennenzulernen und dein Privatleben auch so ein bisschen zu verfolgen? Oder ist es schon sehr fokussiert eigentlich aufs Training und auf die diesjährige Saison? Ja, also der Fokus liegt auf jeden Fall schon auf dem Training und auch außerhalb, jetzt sage ich mal, meines Teams lernt man da nicht irgendwie so viele Leute kennen, weil man sich eigentlich fast den Tag über halt im Trainingsumfeld und mit den Trainingskameraden bewegt. Aber da hatte ich auch totales Glück, dass ich echt super herzlich aufgenommen wurde und ich habe ein echt tolles Team und ja, das sind wirklich schon Freunde geworden und das fühlt sich gar nicht erst an, als würde ich die erst seit 2 Jahren kennen. und das ist dann echt toll, dass man auch hier gerne wieder hinkommt und genau, dann mit den tollen Trainingsbedingungen, das ist auf jeden Fall, da bin ich jedes Mal selber noch total überwältigt, wenn ich das dann sehe und hier auf den Nike Campus komme. Abseits deines Lauftrainings hast du aber, wie gesagt, auch schon mal Ballett gemacht, auch ein bisschen länger, hast du gesagt, und auch gleichzeitig auch nochmal gemodelt, als es jetzt bei dir so in Richtung Laufen ging. Hattest du da trotzdem nochmal überlegt, da noch einen anderen Karriereweg einzuschlagen oder ging das dann auf einmal eigentlich nur in Richtung der großen Möglichkeiten? Ja, also Ballett habe ich noch lange gemacht. Das musste ich dann halt dann aufgeben, als ich den Schritt in die USA gemacht habe. Weil es halt einfach logistisch nicht mehr möglich war. Ich habe immer gern so viel Verschiedenes gemacht, aber ja, irgendwann lässt dann halt, also ich glaube, wenn man sich halt komplett dann auf sein Ziel so fokussiert und dafür auch wirklich alles investieren möchte, dann lässt es die Zeit halt nicht mehr so zu, dass man sich zu viel verzettelt. Deshalb musste ich da schon so ein bisschen den Fokus legen. Aber trotzdem, wenn ich dann Zeit habe oder in der Saisonpause oder sich auch einfach eine Möglichkeit ergibt, dann mache ich das auch immer noch super gerne und freue mich immer über Möglichkeiten, wo ich dann nochmal
zum Beispiel dann mit Modeln in eine komplett andere Welt irgendwie eintauchen kann und das tut dann auch immer gut. Und genau, das versuche ich auch so ein bisschen, also auch um den Kopf frei zu halten, dann nochmal irgendwie sich komplett auf was anderes zu fokussieren. Ja, wenn es halt die Zeit und der Moment dann gerade zulässt. Ich habe noch eine weitere USA-Frage, die wir auch nutzen können gleich für eine Überleitung. Ach so. Du hast vorhin einen Schluck aus einer Red Bull-Dose genommen. Die kannst du dir einmal noch mal in die Kamera halten. Du brauchst nicht deinen Standort schicken, sag, man weiß sofort, wo du bist. die kleine Dose hier. Um auf meine Frage zurückzukommen, wie musstest du dich ernährungsmäßig halt hart umstellen oder gab es deine favorisierten Produkte dann auch irgendwie ganz easy in der USA oder hast du nur die Literdosen Red Bull gefunden? Ja, also es gibt hier wirklich alles immer nur in XXL. Ich glaube, das erste Mal, als ich im Supermarkt war, oder ich brauche eigentlich immer noch irgendwie eine Stunde, wenn ich auch nur drei Teile brauche, weil es halt einfach alles in allen Ausführungen gibt. Ja, aber das ist halt dann auch cool, weil man halt auch wirklich immer was findet. Also klar, man kann sich auch so ein bisschen im American Lifestyle ernähren und hier ausstatten. Aber es gibt auch immer die gesunden Varianten und auch sehr international. Also da habe ich schon alles gefunden, was ich brauche. Und versorgst du dich selbst jeden Tag oder ist das einfach im SD als Trainingskollegen immer zusammen? Manchmal irgendwie treffen wir uns auch zusammen, aber meistens jeder für sich, genau. Verfolgst du denn eine bestimmte Ernährungsform? Hier mittlerweile hat ja jeder wie so ein Stempel, Vegetarier, Pesketarier, Veganer, Nicht-Veganer, Fleischesser. Die persönliche Ernährungsbibel unterm Arm, also quasi, wie gesagt, immer bereit aufgeblättert einfach, zu werden. Nur generell oder ist das, bist du da flexibel, Flexitarier? Ja, stimmt, da gibt es echt viele Möglichkeiten. aber ich ernähre mich eigentlich ziemlich normal, also genau, gesund, vielfältig und ja, wahrscheinlich proteinbezogen. Und ja, aber nichts irgendwie. Also Allesesser. Der allbekannte Allesesser. Ja, doch. Um aber nochmal kurz auf diese wunderbare, hübsche, große Dose zurückzukommen, gibt es ja dieses Jahr auch noch die Möglichkeit, quasi parallel zusammen zu laufen. Im Zusammenhang mit Red Bull und zwar beim Wings for Life Run. Eugen, hier kommt dein offizieller Einsatz, denn auch Eugen und ja, das Team der Kraftrunners ist dabei und Eugen erklärt nochmal ganz kurz, was das Ganze so ist. Und dann stellen wir nochmal ein paar Fragen, nämlich an hier unseren Profi, wie man vielleicht da cool bleibt, wie man sich am besten vorbereitet und so weiter. Ja, kurze Werbeeinblendung. Genau, warum wir heute zusammengekommen sind, ich habe es gerade eben schon erwähnt, der Wings for Life World Run findet ja am 9. Mai statt. Das Geile an dem Lauf sind gleich mehrere Sachen, denn Nummer eins ist, man kann von überall aus der Welt gleichzeitig starten. In Deutschland startet der Lauf um 13 Uhr am 9. Mai und weltweit in wirklich allen Teilen der Welt starten ebenfalls Läufer. Und der zweite geile Punkt ist, neben dem digitalen gemeinsamen Laufen, dass 100% der Anmeldegebühr in die Forschung von Rückenmarksverletzungen gesteckt werden und auch in klinische Studien davon. Das heißt, man läuft auch für eine gute Sache. Und genau, Rückenmarksverletzungen kommen ganz häufig von Verkehrsunfällen oder von Stürzen. Das heißt, es kann wirklich jeden treffen und deswegen ist der Support da auch eine richtig geile Sache. Wir machen alle mit, Kraftrunners machen mit, wir supporten das Ganze auch von unserer Seite und laufen auf jeden Fall am 9. Mai alle gemeinsam. Wenn ihr mitmachen wollt, wingsforlife.com, da gibt es auch viel, viel mehr Infos. Kommt gerne in unser Kraftrunners-Team und Frage an dich, Coco, läufst du da mit? Ja, also es gibt ja dieses Jahr wieder die App, also die virtuelle virtuelle genau. Version. Genau. Und ja, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, um wie viel Uhr es dann hier startet. Aber ich glaube, letztes Jahr war es ziemlich in der Nacht. Ja, und doch, aber ich finde es auch also eine super Sache. Vor allem dieses Motto, dass man halt für die läuft,
die nicht laufen kann. Und ja, jeder, der in der Lage ist zu laufen, für den ist es halt super einfach, sich einfach die Schuhe anzuziehen und rauszugehen. Und das finde ich eine super Sache. Und doch, da freue ich mich schon drauf, dass es auch, ja, das kann ja auf jeden Fall, also kann auf jeden Fall stattfinden mit der virtuellen Situation. Und das ist super. Also es ist jetzt genau. Kein Lauf von irgendwie, einer läuft 5, einer 10, einer 15, sondern eigentlich jeder läuft im besten Fall so viel, wie er kann. Genau, der nochmal kurz zum Format. Das ist, ich finde es super cool, weil das Format sieht nämlich so aus, dass man losläuft, alle gemeinsam, alle gleichzeitig. Eine halbe Stunde später fährt ein digitales Catcher-Car los mit 14 km/h und holt euch quasi ein. Und jede halbe Stunde wird es 1 km/h schneller. Das heißt, je schneller man läuft, umso weiter läuft man. Und ich habe gerade eben mal, es gibt so einen Rechner auf der wingsforlife.com Homepage und ich habe gerade mal ein bisschen rumgeklickt. Mit einer 5er-Pace schafft man knapp über, ich muss jetzt mal gucken, 28 km/h schafft man. Mit einer 4er-Pace 55 km/h. Und jetzt alle kurz festhalten, der Rekord letztes Jahr wurde aufgestellt mit 70 Kilometer, 3,36er-Pace. 70 Kilometer? Und, oha. Das muss man erstmal durchhalten. Wahnsinn. Apropos Pace, das ist was ich dich am Anfang fragen wollte. Was ist jetzt denn, also wenn man diese 5000 Meter, ich meine, das kann man doch schnell ausrechnen, aber dein bestes Rennen, was ist da deine Pace? Oh. Minuten auf den Kilometer. Rechnest du so? Nee. Oder bist du? Du bist einfach wahrscheinlich direkt Zielzeit. Weil eigentlich wäre das mal voll spannend, das auszurechnen, weil wir haben ja auch so eine Lauf-Community hier und da ist immer so ein bisschen der Gag, Eugen läuft manchmal beim Training irgendwie 3,40 und ich versuche immer 3,40 zu laufen, weil ich es mega schnell finde und jetzt hätten wir ja noch endlich mal jemanden, der schneller ist als Eugen, nämlich auf den haben wir lange gewartet. Bis jetzt hatten wir nur einen anderen, das ist der Dr. Paul Schmidt-Hellinger gewesen, sonst ist ja noch keiner in die heiligen Pforten geschreitet, der Eugen irgendwie die... Ja, die so den Rang ablaufen kann. Sonst laden wir so Leute einfach gar nicht ein. Also. Was sind denn eure Ziele, wenn ich das mal so fragen darf, als der Einzige, der da noch nicht angemeldet ist und das jetzt verraten habe und mich jetzt wahrscheinlich anmelden muss? Ja. Ja, Max läuft jetzt auf. Max fängt an, was ist dein Ziel? Mein Ziel, mich anzumelden. Nein, ich werde mich auch anmelden. Und dann ist mein Ziel wahrscheinlich erstmal die halbe Stunde zu laufen, weil dann fängt ja, also die erste halbe Stunde, da kann ja eigentlich nichts passieren, kannst du noch nicht eingeholt werden. Ja, außer du bleibst stehen. Ja, auch das wäre möglich. Nein, es ist wirklich so konzipiert, dass man halt egal wie schnell oder langsam man ist oder wie weit man laufen kann, jeder kann mitmachen und egal wie weit man kommt, man spendet den gleichen Betrag. Ne? Das muss man nochmal kurz, es ist völlig Wurst, wie weit man kommt eigentlich. Max, du lenkst von der Frage ab. Max, das kriegen wir schon alle mit. Max, was möchtest du laufen? Keine Ahnung, 10 Kilometer, easy beasy, einfach für die Sache, glaube ich, würde ich mir vornehmen. Das ist ja gut. Ich würde wirklich 50 Kilometer angehen. Du hast gerade 55 gesagt vor der Aufnahme. Ja, ich ruder zurück, 4,10er Pace, 50 Kilometer. Mal ui. Maren? Vielleicht 20. Und Coco? Hängt auch vom Trainingsplan ab, ne? Ja. Also eigentlich würde ich jetzt sagen 51, um dann schnell zu sein. So lange auf so einen Gast gewartet, weil der hier wieder große Klappe hat. Ja, aber kannst du überhaupt richtig teilnehmen? Also wie ernst kannst du da überhaupt teilnehmen, wenn du jetzt gerade voll im Training bist? Wahrscheinlich nicht, ja, oder? Doch, 51 Kilometer. Ja. Das ist festgenagelt. Ja, genau. Aber wahrscheinlich muss ich es dann doch ein bisschen mit meinem Trainingsplan abchecken. Also wenn ich dann meinen Long Run so lege, das wären dann so um die 24 Kilometer. Länger laufe ich eigentlich im Moment nicht, weil ja die Saison ja dann doch auch ein bisschen wichtig ist. Aber genau. Ein bisschen wichtig. Also für Eugen ist dieser Tag seine Saison. Geht dann quasi seine Saison. Er freut sich total. Aber deswegen, um jetzt auf diesen, auf diesen Lauf nochmal zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auf das Training und die Vorbereitung zu sprechen zu kommen. Wir haben ja, wie gesagt, eine Lauf-Community. Wir sind selber sehr laufaffin, inklusive Max. Und wollen mal fragen, wenn so ein Lauf beginnt, schwer zu werden, wenn so ein Lauf beginnt, weh zu tun, wir alle kennen das, was ist da jetzt so dein Ankerpunkt, um zu sagen, ey, ich setze jetzt noch einen drauf, ich laufe weiter, ich gebe noch ein bisschen mehr Gas, auch wenn es weh tut. Ich meine, du bist da wahrscheinlich
professionalisiert drin. Dein Körper kann das wahrscheinlich super leicht umlegen. Aber hast du da vielleicht irgendwas, an was du dich erinnerst oder irgendwas, was dich besonders pusht? Ja, ich denke, also in dem Moment ist es auf jeden Fall wichtig, dass man halt so sein Ziel vor Augen hat und weiß, wofür man es macht. Also dass es irgendwie so irgendwie aus einem Innen so rauskommt. Und ja, dann finde ich es immer toll, halt so zu wissen, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, ich kann nicht mehr, aber dann zu erfahren, dass der Körper halt trotzdem irgendwie noch kann und dass man halt über dieses innere Denken, man kann nicht mehr, halt irgendwie noch hinausgeht und dann auch irgendwie danach dann merkt, also ich hatte zum Beispiel schon Workouts, da dachte ich nach der zweiten Wiederholung, wie soll ich denn jetzt hiervon noch 10 schaffen und dann aber irgendwie doch dann am Ende es halt geschafft zu haben und zu wissen, ja okay, ich konnte noch über mich selbst hinausgehen, das denke ich halt ist eine ganz tolle Erfahrung. Und ja, ich glaube, das hat bei mir auch schon immer schon so ein bisschen angefangen, also ich habe noch so irgendwie zwei Sachen im Kopf, die ich schon als kleines Kind irgendwie mal, die mir total im Kopf geblieben sind, halt auch bei so Laufeinheiten, weiß ich immer, dass mein großer Bruder immer gesagt hat, komm, einfach nur nicht aufhören zu laufen, du schaffst es noch und lauf einfach mal weiter. Und das habe ich irgendwie immer noch im Kopf und da denke ich dann auch irgendwie manchmal dran und das hat mir total viel gegeben und so dieses, ich glaube, das entwickelt man dann irgendwann so diesen inneren Willen. Und ich glaube, wenn man auch irgendwann mal gelernt hat, dass immer noch, wenn man denkt, ey, es geht gar nicht mehr, da ist auf jeden Fall noch immer was ein bisschen im Tank drin, ne? Also das kennen wir auch noch von den Wettkämpfen so allgemein. Und was macht man denn, also was hast du vielleicht nach so einem Lauf, wenn man jetzt sagt, hey, man kann sich, wenn das Ziel jetzt natürlich die Intention ist, eine bestimmte Kilometeranzahl zu schaffen oder einfach, wie gesagt, vielleicht die 10 Kilometer zu knacken, 5 oder 51 im besten Fall. Hast du zum Beispiel nach so einem Wettkampf immer ein besonderes Ritual? Also beziehungsweise, lass mich anfangen, vor dem Wettkampf ein Ritual, was du zum Beispiel immer machst. Vielleicht irgendwas, es muss jetzt gar nicht irgendwie so Persönliches sein, aber manche haben ja, ich habe das immer so gemacht, zum Beispiel beim 100-Meter-Start mir so auf die Beine geklatscht, immer nur bei einem Frühstück immer das Gleiche morgens gegessen. Das war so ein bisschen mein Wettkampfessen. Es musste schon immer so die Routine haben. Hast du auch sowas oder bist du da, verlässt du dich so ganz auf dich selbst? Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, Routinen sind auf jeden Fall gut, um halt einfach so diese Sicherheit zu bekommen und auch dieses Wettkampf-Feeling irgendwie. Ja, man weiß irgendwie, wenn ich das mache, dann das verträgt mein Körper und dann bin ich auf der sicheren Seite so. Und da habe ich auch immer so, also mein Frühstück, das nehme ich mir auch überall hin mit so. Und auch am Abend vorher esse ich auch meistens das Gleiche. Ja, und dann halt der Ablauf, also der zeitliche Ablauf ist meistens auch ziemlich ähnlich. Ja, das sind so Sachen, die ich eigentlich immer mache, ja. Was ist dein ultimatives Wettkampffrühstück? Was sollen sich alle machen vor dem Wings for Life World Run morgens? Erzähl es uns. Schokobrötchen mit zermatschter Banane drin und Honig und Schokoriegel oder so, wir ja. Wissen, was am 9. Mai Es schüttelt mich jetzt schon, wenn ich mir das vorstelle, wie süß das ist. Ein nice. Schokobrötchen mit Banane und Honig. Ja, es ist sehr süß. Und dazu noch Starbucks-Kaffee. Also, ich habe schon adapted zu dem amerikanischen Lifestyle. Es gibt Donutkarten? Bestimmt. Es gibt Donutkarten. Es gibt da für alles Karten. Nee, Donut habe ich tatsächlich noch nie probiert. Also, das ist zu viel. Wie gesagt, von der Routine soll man nicht abkommen. Und nach dem Training hast du da, also zum Beispiel, ich hatte das immer früher, als ich noch kleiner war und Wettkämpfe gemacht habe, danach ging es dann immer in ein Fastfood-Restaurant meiner Wahl und da habe ich mich dann immer belohnt oder gibt es natürlich nicht jetzt jedes Mal, aber wenn es besonders gut gelaufen ist auf jeden Fall, aber hast du dann trotzdem irgendwas, was du dir nach, also muss gar nichts Essenstechnisches sein, kann auch eine Massage sein, kann eine Serie sein auf Netflix oder weiß ich nicht was, was gönnst du dir nach einem Wettkampf? Also ich finde, das Schönste ist eigentlich immer so das Gefühl danach und meistens geht es dann bei uns auch wirklich dann auch direkt weiter irgendwie mit dem Training, also weil das nächste dann ansteht, aber ja, eigentlich das Schönste ist dann schon mit irgendwie Menschen, die man gern hat, irgendwie mit der Familie oder so zusammen zu sein und so den Moment so zusammen mit jemandem teilen zu können, das finde ich eigentlich immer das Schönste, wenn man sich mit wem freuen kann. Wie gehst du denn damit um, wenn ein Wettkampf, ich meine, du hast jetzt eine krasse Erfolgspyramide hingelegt, aber wenn ein Wettkampf
nicht so gelaufen ist. Ich habe das immer so gehabt, dass ich dann extrem so wütend war. Ich wollte auch mit keinem so reden. Meine Eltern haben das immer super krass abbekommen. Kannst du dann sich super schnell wieder so den Fokus umlenken oder braucht das auch immer so ein bisschen, bis man sich dann so damit abfindet, was, dass man vielleicht nicht das abgeliefert hat, was man sich so erst vorgestellt hat? Ja, es kommt dann, glaube ich, ein bisschen drauf an, jetzt irgendwie, wie wichtig der Wettkampf war oder so. Aber ich bin dann schon auch, also manchmal traurig oder halt einfach, ich glaube, unzufrieden so mit mir selbst, weil man hat ja Erwartungen an sich selbst. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich wütend, aber ja, meistens brauche ich dann auch wieder so meine Mutter oder so, die mir dann irgendwie hilft, so das Positive daran zu sehen oder halt, ja, ich bin dann meistens ein bisschen niedergeschlagen, aber versuche dann da irgendwie was raus mitzunehmen und irgendwie das dann wieder in positive und Energie und Motivation irgendwie umzulenken. Ich denke, das ist dann auch wichtig, um halt mit negativen so Erlebnissen umgehen zu können, ja. Also vorher einmal hier das super süße Schokobrötchen essen morgens, dann auf jeden Fall cool bleiben, sich an irgendwas Schönes im Kopf erinnern, dann ins Ziel kommen, am besten mit seinen Liebsten dort empfangen werden, wenn das coronatechnisch alles wieder möglich ist. und wenn es natürlich nicht so gut läuft, dann natürlich die Trauer und Wut ein bisschen zulassen, aber auch einen Haken dran setzen und trotzdem sich wieder sammeln. Ich möchte jetzt auch noch auf ein anderes Thema kommen. Und zwar habe ich in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du auch Journalismus studierst, beziehungsweise auch schon ein journalistisches Praktikum gemacht hast. Oder machst immer noch, ne? Oder nee, Praktikum gemacht hast, aber du studierst immer noch Journalismus. Genau, richtig? Ja. Ja. Machst du das jetzt von einem Fernstudium oder machst du das dann genau dort, wo du jetzt auch gerade bist, in der Universität? Genau, ich bin immer noch an der SPOHO eingeschrieben, an der Sporthochschule in Köln. Und ja, da habe ich mein Studium nach dem Abi begonnen. Und ja, war auch erst, also normal Präsenzstudium, aber als ich dann in die USA gegangen bin, ist das natürlich nicht mehr so möglich. Ja, aber das ist also super toll, die ermöglichen es mir halt trotzdem noch so, das Studium weiterzumachen. Und jetzt läuft das halt so ein bisschen wie ein Fernstudium. Also ich mache viel online, ist ja im Moment eh viel. Das passt ganz gut und ja, dass ich halt das Standbein auch weiterbringen kann und langsam komme ich auch dem Ende entgegen. Es dauert halt bei mir ein bisschen länger, aber da mache ich mir auch keinen Stress und bin froh, dass ich da auch noch sowas neben dem Laufen machen kann. Also ist quasi der Plan, quasi neben oder nach deiner abgeschlossenen Karriere, was ja wahrscheinlich in weiter Ferne ist, dann in den Sportjournalismus zu gehen. Doch, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, so aus dem Sport raus zu sein, also so ein Leben ohne Sport. Und da wäre ich super dankbar und kann mir vorstellen, dass das ganz cool ist, so mit dem Journalismus im Sport zu bleiben. Ja, und vor allem dann auch noch viele SportlerInnen auf dem Weg zu begleiten. Stelle ich mir ebenfalls gut vor, denn ich wollte genau das Gleiche machen. Ja, das klingt sehr nach deinem Vorhaben. Ja, deswegen hat mich das so gefreut, das fand ich so sympathisch, weil ich habe auch Journalismus studiert und ja, kann nur sagen, dass es auf jeden Fall eine super coole Sache ist und Spaß macht und vielseitig ist und man auch Podcasts machen kann. Also falls du mal Hilfe brauchst, technisch bist du jetzt auf jeden Fall super vorbereitet nach unserer Vorbereitung hier. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, unsere ganzen Fragen gestellt. Ich muss immer noch sagen, dass ich absolut beeindruckt bin, jetzt auch noch mit diesem Studium nebenbei, was du da quasi auf die Beine stellst, was du auf die Bahn bringst, wahrscheinlich jeden Tag. Und wir drücken im ganzen Rahmen dieses verwirrten Jahres oder dieser verwirrten Jahre mittlerweile die Daumen, dass Tokio stattfinden kann, dass du dort deine Ziele erreichst, die du dir vorgenommen hast. Wir werden es natürlich verfolgen, wahrscheinlich von Deutschland aus und nicht vor Ort, aber sind natürlich da am Start. Ruf natürlich hier nochmal auf, auch zusammen den Wings for Life Run nochmal machen. Ihr habt gerade gehört, wir machen ihn alle mit. Max auch, und sogar ich. In unserer Beschreibung der Folge findet ihr dann nochmal die ganzen Infos auch verlinkt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns natürlich gerne. Wir sagen auf jeden Fall Danke an Coco, wünschen dir noch einen wunderschönen Start in den Tag in Portland. Genau, und für uns ist Feierabend. Für uns ist Feierabend. Coco, vielen lieben Dank. Genau, und reiß ab in Tokio.
Echt? Ja, vielen okay. Dank. Und wir sagen bye-bye. Dankeschön. Bye. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt muss ich hier Kamera schalten mit einer Hand. Das ist echt cool. Tschüss. Genau.